Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Dieses Mal mit Bill und einem Sonnenkasten. Da ich der festen Überzeugung bin, dass ich Selbstfürsorge brauche und ich es immer noch nicht bekommen habe. Was ist hier gerade passiert? Wir wissen es nicht. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Nur, ich habe das unfassbare Glück, dass wenn ich immer, wunderschön. Dass, wenn ich ein Item mitnehme, ich die Erste bin, die am Haken hängt. Hoffen wir einfach mal, dass es dieses Mal bitte nicht so ist. Das wäre sehr schön. Oh Mann, egal. Mein Fehler, ich mache jetzt weiter. Es ist der Geist, es ist der Geist. Oh, es ist der Geist. Okay, er ist da hinten. Hat anscheinend genauso ein Glück wie ich heute. Aber hey! Oh Gott, mein Hey war jetzt ein bisschen sehr laut. Ich bin nicht die Erste. Aber man muss man positiv sehen, nicht wahr? So. Und den nächsten Generator. Was? Ich verstehe nicht, warum blinkt das immer so? Bing! Könnt ihr mir das sagen? Also ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich höre immer so als... Weiß ich nicht, als würde jetzt das Spiel gerade beginnen. Er kommt zu uns. Er interessiert sich nicht für uns. Das ist gut. Finde ich super. Schon wieder. Als würde ich... Was zum Teufel? Nee, als würde ich einen Fähigkeitscheck ausüben. So hört sich das an. Nein! Oh mein Gott, er bringt sie so um. Stimmt, er hatte ein... Oh, fuck. Okay. Er hatte eine Opfergabe mit. Stimmt. Okay. Klasse. Da bringt mir ja mein Health Pack sehr viel. Was? Boah, ist das nervig. Kann das Spiel mal bitte aufhören? Ich weiß mal, warum? So, wir machen einfach mal hier weiter. Boah, das ist wirklich sehr, sehr irreführend. Natürlich. Ich hoffe, jetzt hat er dieses... Jetzt hat er so eine Opfergabe mit. Und es ist auch noch der Geist. Klasse. Freue ich mich. Schon wieder. Jetzt ist die Frage, wenn er down geht, was passiert dann? Stirbt er jetzt auch sofort? Oh oh. Doch nicht. Nein, er stirbt nicht sofort. Kämpft der jetzt? Ach scheiße, ich hätte einfach gehen sollen. Ich trau mich nicht. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, ihn jetzt zu heilen. Bestimmt. Ich bin gerade richtig froh, dass ich nicht die Erste bin. Die hängt. Machen wir den weiter. Was, die wird jetzt getötet?
Okay, ich bin die Nächste. Ich bin gerade so ein Schisser. Ich will nicht sterben. Oh je. Klasse. Super geil. Scheiße, ich müsste eigentlich schon irgendwo jetzt einen Generator machen. Okay, weiter. Er wird immer noch verfolgt. Fuck! Wie hat er mich gesehen? Oh oh, er kam von links! Spring! Ach komm! Ah, das ist so eklig! Oh Mann! Okay, jetzt bin ich tot, oder? Ah, der will noch spielen. Will spielen. Klasse. Das Ding ist. Oh. Ah, du kleiner Penner. Okay. Oha, ich heile mich ziemlich schnell. Ah, ich habe auch, ich habe noch Addons mitgenommen. Gott, bin ich froh, dass ich jetzt dieses Ding mitgenommen habe. Meine Güte. Boah, nervt das. Entschuldigung. Aber dieses Ding, 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 Ding. Ja, ist okay. Ja, doch. Absolut nicht nervig, nein. Ich beschwere mich gar nicht. Ich beschwere mich gar nicht, dass er hier die ganze Zeit war. Oh Mann, ey. Da hätte ich einfach Generatoren machen können. Ja, komm. Ja, ist okay.
Das ist, ja, hätte ich wirklich Generatoren machen können. Ja, komm, bring mich um. Oh Gott. Das ist richtig. Also wenn du jetzt noch ein bisschen spielen möchtest, dann geh ein bisschen weg. Also ich, der war gut. Keine Frage. Da möchte ich mich überhaupt nicht beschweren, aber der war bei mir schon, als ich, als er mich geheilt hat, war er schon in der Nähe und das fand ich ein bisschen blöd. Das muss nicht sein. Aber hey, ich habe schon wieder mein Item verloren. Was hat er mitgenommen? Den nächsten sind mit eigenen alle Überlebenden. Ja, gut. Ja, schön, ne? Kann man mal machen, würde ich mal sagen. Ja, aber der hat mir jetzt, also ich finde, der war da die ganze Zeit in der Nähe. Also, wie gesagt, ich möchte mich nicht beschweren. Ich habe einfach nicht so gut gespielt wie der Killer, das weiß ich auch. Aber, wenn er so den schon liegen lässt und ich dann natürlich in die Falle tappe, das ist auch dumm von mir. Aber ich hätte gedacht, dass er... Naja, dass er mich lässt, dass er noch ein bisschen spielt. Wir hatten, meine ich, wir hatten schon zwei Generatoren, glaube ich. Nein, Entschuldigung, wir mussten noch zwei Generatoren machen. So, genau, wir mussten noch zwei Generatoren machen. Und naja, habe ich falsch gedacht, würde ich mal sagen. Naja, nicht schlimm, passiert, war ein guter Killer, hat trotzdem Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. So, was haben wir denn hier Interessantes? Nichts für mich. Klasse. Ja, der Polizeiausweichung haben die ein oder zwei Dinge über Tarnung beigebracht. Deine Bewegungsgeschwindigkeit während des Hinhockens ist erhöht um 40% bei Unverletztheit. Okay. Ah, das ist cool. Davon habe ich schon mal gehört. Dies stärkt das Potenzial der eigenen Aura-Lesefähigkeit. Okay. Lori spiele ich gar nicht, ehrlich gesagt. Solltest du den wissen, halt. Okay. Gut, interessiert mich jetzt alles nicht. Aber egal. Nicht schlimm. Ich lasse es jetzt einfach mal. Ganz, ich glaube, wenn ich kein Item mitnehme, dann wird das bestimmt gut. Dann werde ich bestimmt nicht gefasst. Aber, ja gut. Bitte. Da hat er uns alle vernichtet. Vielleicht hätte ich das doch lieber so machen sollen wie damals, als, das ist schon etwas länger her, da lag eine Claudette, glaube ich, am Boden und das war auch der Geist, oder? Ich meine schon, das war auch der Geist und der hat da die ganze Zeit geparkt und da habe ich währenddessen alle Generatoren gemacht, beziehungsweise 4 von 5. Und ich musste noch einen machen, da musste ich aber schon zu ihr hin, weil sie nur noch wenig Leben hatte. Und er war da aber in der Nähe. Schon wieder der Sumpf. Gott. In der letzten Folge hatten wir auch zweimal den Sumpf. Alles klar. Habe ich, glaube ich, mit Bill hier noch nicht gespielt, ehrlich gesagt. Wird bestimmt richtig gut. Ich konnte noch gar nicht... Schade. Ich konnte jetzt irgendwie nie, in den letzten Spielen nicht wirklich... Also einmal kurz mein Item einsetzen. Den Sunny-Kasten. Das ist der Billy. Den konnte ich kurz einsetzen. Das wäre ganz weit hinten. Aber mein Perk konnte ich nicht einsetzen, jemanden vom Haken zu retten. Und dass er dann geschlagen wird und sozusagen dann in so einen Geistzustand verfällt. Also nicht direkt in den Todeszustand, wenn er sofort wieder geschlagen wird, sondern noch wegrennen kann. Okay, der ist da hinten. Ging es aber schnell mit der ersten. Ich finde das immer so mega unübersichtlich mit diesem roten Punkt. Mit diesem schwarzen Fleck da, wenn sie aufgehangen wird, wo der Killer dann hingeht. Lass mich doch gehen. Ich habe doch meinen Perk. Aber hey, er lässt uns sie retten. So, machen wir mal schnell heile, heile. Wo? Da. Klasse, dass sie genau in unsere Richtung kommt. Was ist das für ein Spiel? Könnt ihr mir das mal bitte sagen?
Okay, sie wird gerettet. So, müsste mittlerweile... Ach, da oben macht einer einen Generator. Dann gehe ich mal woanders hin. Pff, wir müssen definitiv mal Generatoren machen. Ist doch irgendwo einer da oben. Super! Fängt das schon mal klasse an. So. Bin ich aber jetzt weit gelaufen. Ist das die, die den Perk hatten? Nee, natürlich nicht. So, da sind zwei Leute. Die können die Leute auch retten. Ja, okay, sie wird gerettet. Ah, das war aber jetzt relativ schnell. Ich hoffe, die wird jetzt nicht nochmal geholt. Wir haben keinen Generator. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich glaube aber, ich bin hier in der Ecke relativ in Sicherheit. Da mache ich jetzt gleich den zweiten. Ich glaube nicht, dass er hier hinkommt. Außer natürlich, ich verkack den. Bleibt sie liegen? Nee, sie wird hochgehoben. Das Ding ist, der kommt jetzt bestimmt zu mir. Oh mein Gott. War das knapp. Der hat mich nicht gesehen. Das Ding ist, der ist da noch irgendwo. Das war gut. Das war sehr schön. Haben wir Spaß gemacht. So. Das Ding ist, ich kann jetzt hier wunderbar rennen, ohne irgendwie Angst zu haben, in so einen Generator reinzulaufen. In eine Falle reinzulaufen. Ist eine Kiste. Machen wir die nochmal auf. Vielleicht haben wir... Ja, ich gucke eigentlich nicht so früh in Kisten, beziehungsweise nicht so oft. Aber wenn ich kein Health Pack, kein Heal, nichts dabei habe... Oh, geil! War übrigens jetzt gerade gelogen. Ich hasse die Taschenlampe. Ich hasse die. Ich kann... Also, ich finde die gut. Ich finde die vor allem richtig gut, wenn ich der Killer bin und die eingesetzt wird. Und ich werde geblendet wie Sau und kann nichts machen. Was ist das? Health Pack! So, damit kann ich mehr anfangen. Aber ich selbst kann die absolut nicht einsetzen. So. Dann wollen wir mal. Oh, mir fehlt Vorwarnung. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass wenn er jetzt hinkommt, dass ich ihm voll in die Arme laufe. Gott, war das knapp. Okay, aber ich glaube, es hat sich gerade so angehört, als wäre er sehr weit entfernt. Vielleicht macht hier gerade ein anderer woanders den Generator. Und wir haben quasi beide gleichzeitig fertig. Ach komm. So, weitermachen, Bill. Ich darf es jetzt nur nicht verkacken. Wenn ich es verkacke, weiß er direkt, wo ich bin. Schau ich den? Ja, ich schaff den. Ich schaff den, ich schaff den, ich schaff den. Jetzt müsste der eigentlich zu mir kommen.
Macht er aber nicht. Gut, dann mache ich den Ausgang. Ich dachte, er würde zu mir kommen. Puh, boah, bin ich aufgeregt. Also wirklich, wenn ich Vorwarnung nicht habe, dann kann ich absolut nicht einschätzen, wo er ist. Ich glaube, sie ist jetzt aber tot, oder? Ich glaube, ja. Ja. Ja gut, die anderen hatten jetzt Zeit, die Ausgänge aufzumachen. Beziehungsweise den anderen Ausgang aufzumachen. Es ist immer sehr schwierig einzuschätzen, was die anderen machen. Ich möchte jetzt nicht, dass die meisten, wenn die denken, okay, das war eine gute Runde, farmen die. Okay, da ist eine. Komm, 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 komm. Komm. Oh Gott. Sie hat es auch geschafft, sie hat es auch geschafft, sie hat es auch geschafft. Gut. Oh, da war aber knapp von ihr, oder? Jetzt möchte ich wissen, was der andere macht. Oh. Ach, der hat auch... Okay, der ist auch rausgelaufen. Oder der verstand an der Luke, was auch immer, weiß ich nicht. Also dafür, dass ich Bill gespielt habe, war das eine gute Runde. Ja. Kann man mal machen. Aber irgendwie konnte ich noch nicht wirklich so meinen Pack einsetzen. Sehr schade. Würde ich gerne mal machen. Hat Spaß gemacht. Die Runde hat wirklich Spaß gemacht. Ich fand, das war auch ein guter... Killer. Der hat nicht geparkt. Der ist weitergegangen. Also der hat mir wirklich gut gefallen. Ernsthaft. Hat Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Der ist weitergegangen. Du hattest echt realistische Chancen, den anderen zu retten. Und ich finde den Sumpf einfach für den Kettensägenmann, für diesen Killer, schwierig. Du kannst ja immer irgendwo anstoßen. Also wenn du auf dem Feld bist, kannst du einfach schön rum, hin und her, hin und her. Aber im Sumpf, glaube ich, ist das doch ein bisschen schwierig. Okay, mir hat die Runde Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!